guck mal, wie viele Stipendien wir haben. Zukünftiger Star, Essen und Trinken, Aufbau der Zukunft. Wow. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 58 von Let's Play Apartment Nummer 4, Staffel 2. Und Isa springt irgendwie ganz begeistert vor der Dusche hin und her. Und Marie muss nachher zur Schule und muss vielleicht vorher noch was frühstücken. Ansonsten geht sie aber eigentlich echt gut. Wir haben gerade Montagmorgen. Oliver muss heute, glaube ich, auch arbeiten. Ja, der muss in 3 Stunden zur Schule. Der muss vorher, würde ich sagen, duschen, zur Toilette gehen und was essen. Das heißt, wir wecken ihn auch gleich auf, dass er das alles noch schafft, sonst geht es ihm aber gut. Amy hat heute noch nichts zu tun. Margo muss heute Abend arbeiten und es ist auch ganz gut, dass sie jetzt noch ein bisschen schlafen kann. Margo ist allerdings gestern Abend befördert worden und sie ist jetzt Jungköchin, also Level 5 der Schleckermaul-Karriere. Jedoch, da steht Jungköchin, aber die Version, die wir uns hier erzählen, ist ja, dass Margo als Bartenderin, sagt man das so, als Barfrau arbeitet. Also nicht unbedingt kocht oder wenn halt vielleicht nur so ein bisschen als Aushilfe, sondern halt so in den Clubs und Bars dieser Stadt die Drinks mixt. Okay. So, die Tiere drehen alle komplett durch. Die rennen hier durch die Wohnung, irgendwie die bellen alles an, die drehen komplett am Rad. Und da, guck mal, da ist Cassie. Guten Morgen. Genau, du kannst hier mal ins Bad gehen, freundlich zu Marie sein. Das können wir hier mal anpinnen. Und was ist das hier? Mikroskop kaufen, weiß ich ja nicht. Oliver war gestern Abend auf einem Date mit Anguli. Das hatte zwar so ein klein bisschen Startschwierigkeiten, aber es lief dann auch eigentlich ganz gut. Sag mal, Schatzi, kannst du mal hier gerade die Schüssel leeren und dann die Schüsseln wieder neu füllen? Das wäre super. Ich glaube, die Tiere sind beide läufig. Ich glaube, deshalb sind die so komisch drauf. Also Billy auf jeden Fall, aber ich glaube, Isa auch. Oh, wir sollten mal drüber nachdenken lassen, zumindest eine von beiden mal sterilisieren zu lassen, weil es ist schon sehr laut immer. Alle Tierschüsseln füllen, genau. Danach kannst du hier mal... Ups. Ins andere Badezimmer gehen, mal verwenden und mal duschen. Amy ist jetzt auch Level 10 der Schauspielfähigkeit, was richtig... der Schauspielfähigkeit, der Schauspielkarriere. Bei der Schauspielfähigkeit ist sie aber erst Level 6. Hier. Also gerade so Level 6. Und das ist eigentlich also kein Wunder, dass wir manche Sachen nicht üben konnten, wie jetzt dramatischer Monolog oder so. Ich glaube, da hattet ihr recht. Ich glaube, da hatten wir einfach noch nicht genug Fähigkeiten für. Also, ja, was wünschst du dir hier? In die Wolken schauen mit Marianne, okay. Bienenkiste kaufen. Wo sollen wir denn hier Bienen hinstellen, Schatzi? Schauspielen üben natürlich. Das können wir machen. Das ist keine schlechte Idee. Marianne kennenlernen. Anscheinend möchte sie super gerne nochmal was mit ihrer Mama machen. Das können wir mal im Kopf behalten. Margo muss, glaube ich, nachher auch mal zur Toilette. Muss aber danach vielleicht auch nochmal ein bisschen schlafen. Und, ja, Schatzi, warum gehst du nicht jetzt zur Toilette und dann kannst du danach noch ein bisschen weiter schlafen? Okay, anscheinend hat Christian, vielleicht ist Cassie gerade bei ihm auf der Toilette, deswegen geht er bei uns aufs Klo. und macht es kaputt, wie es scheint.
Du gehst bitte zur Arbeit. Ja. Geh mal bitte zur Arbeit. Und sie macht hier gerade das Mülldings kaputt. Vielleicht ist das auch das, was kaputt gegangen ist und nicht die Toilette. Hier der Mief, der sollte vielleicht auch mal die Dusche benutzen. Vielleicht ist bei denen wirklich irgendwie, vielleicht haben die Wasserrechnung nicht bezahlt oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Jedenfalls, du kannst danach genau nochmal schlafen gehen. Gut, machst du das. Kannst du das hier draußen dann mal reparieren? Verstopfung beheben, genau. Kaffee und Büffeln, leichte Aktivität. Marie steht ein extrem wichtiger Test bevor, aber die Schule war in letzter Zeit so anstrengend. Soll sie mehrere Liter Kaffee trinken und für den Test büffeln oder eine leichte Aktivität nachgehen, um ihrem Hirn eine Pause zu gönnen? Manchmal braucht man auch einfach eine Pause. Leistungsverbesserung klein. Marie ist mit ihrer Entscheidung, ihrem Gehirn eine Pause zu gönnen, vollauf zufrieden. Sie tritt den Test völlig erfrischt an und kann die notwendigen Informationen ganz leicht abrufen. Ja, wunderbar. Okay, dann kannst du hier deinem Liebsten vielleicht auch mal Hallo sagen. Kann man dem eigentlich bitten, vielleicht zu duschen? Nach Tag fragen? Über Professionalität schimpfen? Was ist das denn? Ist das sowas wie, Christian, du bist unprofessionell, weil du müffelst? Aber mit dem Stern am Schlüssel wirkt das fast sowas wie mit Schauspielen? Hä? Ich habe keine Ahnung, was das hier ist. Du hast aber noch nicht genug gegessen, du hast immer noch Hunger. Du hast hier nur die Reste mal aufgemümmelt. Danach können wir hier mal Miete bezahlen. Sie wünscht sich Spaß. Und ich finde an sich, wäre ein Techtelmechtel mit Christian ja nett. Aber der müffelt so. Können wir vielleicht den Techtelmechtel mit dem unter der Dusche haben? Vielleicht wird er dann sauberer. Wir können es einfach mal probieren. Vielleicht hilft es ja. Oder geht er jetzt von selbst duschen? Oder geht er jetzt nach Hause? Er wollte nur bei uns was essen. Okay. Okay. Was ich gerne auch mal machen möchte, ist, ich möchte mich mal über die Stipendien informieren, die wir nehmen können und uns für die bewerben. Das dauert zwar noch ein bisschen, bis wir uns einschreiben an der Uni, aber wir können uns erstmal das Stipendien-Infopaket holen, aber so wie ich das verstanden habe, gelten die Stipendien auch später noch. Also wenn wir uns jetzt bewerben und die bekommen, dann müssen wir nicht sofort anfangen zu studieren, sondern wenn wir dann studieren gehen, können wir die benutzen. Also können wir das ja mit den Sims jetzt hier so nach und nach mal angehen und einfach mal gucken, was wir denn machen können. Und können uns auch schon mal Studiengänge raussuchen und so. Und einfach mal gucken, was sie jeweils machen können. Weil ich meine, vielleicht gibt es ja auch Sachen, wo ich denke, oh, das würde ich voll gern mit dem Sim machen, aber dafür braucht er erst noch Fähigkeiten oder so, um den besseren Studiengang zu nehmen, also den schwierigeren. Also wir haben Spezialstipendien, Bedürftigkeitsstipendien, Karrierestipendien, Fähigkeitsstipendien, Sport- und E-Sport-Stipendien, Bewohnerzuschuss. Also ich denke, Bedürftigkeitsstipendien bekommen wir wahrscheinlich nicht mehr, weil wir ja doch ganz gut hier dabei liegen vom finanziellen her. Stipendien. Stims, die zu Spezialabschlussprogrammen zugelassen wurden, erhalten automatisch Stipendien, deren Höhe von der Anzahl Zulassungen der Spezialabschlüsse abhängt. Ich nehme Anzahl der Zulassungen, keine Ahnung. Verbesserungen der Note und Fähigkeit eines Sims vor der Bewerbung können zu mehr Abschlusszulassungen und somit auch zu höheren Stipendiengeldern führen. Fähigkeiten ist klar, Bewohner und Kick. Wir gucken einfach mal, was für uns denn da, wofür wir uns bewerben können. Und dann machen wir einfach mal alles an Bewerbungen, was... Werden wir hier angerufen? Hätten wir Lust, ein paar Jobmöglichkeiten anzusehen? Die haben jetzt schon Angst, dass wir demnächst nicht mehr bei ihnen arbeiten. Ich scroll mal hier ganz nach unten. Level 7 der Fitnessfähigkeit. Oh, das haben wir nicht. Aber hier Ehrenturnier, Level 7 der Charismafähigkeit haben wir, glaube ich, schon. Waren wir hier nicht demnächst erst noch?
Wann ist das? Beginnt am Dienstag um 12. Ja. Und dafür brauchen wir Level 7 der Charisma-Fähigkeit. Die haben wir, glaube ich, auch. Ja, Charisma sind wir fast Level 10. Okay, Schatzi, dann guck mal hier, für welche Stipendien du dich überhaupt bewerben kannst. Genau. Und dann dauert es wohl ein paar Tage, bevor wir überhaupt wissen, welche Stipendien wir bekommen haben. Also, ist das alles okay? Vielleicht können wir danach auch was mit Isa machen. Wie geht's eigentlich Margo? Margo ist gleich ausgeschlafen. Muss schon in 2 Stunden zur Arbeit. Dann, Schatzi, dann kannst du mal aufstehen und was essen. E-Sport. Guck mal, wie viele Stipendien wir haben. Zukünftiger Star. Essen und Trinken. Aufbau der Zukunft. Wow. Fangen wir mal mit Bewohnerin von San Myshuno an. Weil es ein Apartment Nummer 4 Let's Play ist, passt es doch dazu, dass wir hier sowas kennen würden. Dann kannst du hier mal was essen und danach kannst du noch ein bisschen Getränke mixen üben. Wobei du kannst eigentlich tatsächlich einfach Getränke mixen, dann hast du das hier eher erfüllt. Getränk zubereiten. Machen wir mal hier das. Und jetzt spielst du direkt. Nee, wir bewerben uns jetzt hier mal für noch mehr Stipendien, Schatzi. Die Sims sind aber auch so schnell abgelenkt von allem. Margo muss in 1 Stunde bei der Arbeit sein, okay? Sims, die in einer Karriere erfolgreich waren, können sich für das Stipendium Karrierebonus bewerben. Nicht verfügbar für Erwachsene oder Senioren. Also nur für junge Erwachsene. Ja, okay. Schade, dass man sich nicht einfach mehrere anklicken kann und sich dann für alle bewirbt. Wobei wahrscheinlich ist es, oder was heißt wahrscheinlich, ganz sicher ist es im echten Leben auch Arbeit, sich für ein Stipendium zu bewerben. Von daher ist es eigentlich ganz realistisch, dass man es einzeln anklicken muss zumindest. Dass es so ein klein bisschen mehr Arbeit ist im Spiel. Dann machen wir das jetzt hier ein paar Mal. Kann sein, dass Margo gar nicht dazu kommt, noch viel zu üben. Die freie Natur. Sims mit Angel-, Garten- und oder Outdoor-Fähigkeiten können sich für dieses Stipendium bewerben. Ganz ehrlich, am Ende verdienen wir Geld damit und haben einfach super viel über. Einfach nur dadurch, dass wir studieren waren und so viele Stipendien nehmen konnten. Ist egal. Ich meine, wir kriegen ja nicht unbedingt alle. Wir können uns ja einfach mal bewerben. Und mal gucken, was passiert. Zukünftiger Star. Sims, die Erfahrung als Bühnenkünstler besitzen, können sich... Ja, wir haben auf jeden Fall Erfahrung als Bühnenkünstler. Das ist überhaupt kein Ding. Wir können hier auf jeden Fall auch gleich mal den Müll rausbringen. Uah, ja, der quillt über. Universität, Stipendien. Für Stipendien bewerben. Sims mit kulinarischen Fähigkeiten, da gehören wir auch dazu. Da kann sich Margo dann auch für bewerben. Na, guck mal, das ist schon abgeschlossen bei Margo. Margo geht dann hier auch gleich zur Arbeit, ne? Dann kann das ja Amy trinken, was Margo dahingestellt hat. Amy, dann kannst du das hier mal trinken. Nein, Margo, stell das hin. Das war für... Amy, du gehst jetzt zur Arbeit, Schatz. Gehst zur Arbeit. Und Amy kann dann mal den Müll rausbringen. Müll leeren. Mhm. Isa ist echt am Ende. Kann das sie dann mal trinken und kann dann hier noch sich für die restlichen Stipendien auch noch bewerben. Dann können wir ja auch mal gucken, wie das hier mit den Stipendien wird. Und können daran ja auch festmachen, wie wir uns mit den anderen Sims auch für die Stipendien bewerben. Dass wir hier schon mal so ein bisschen ausprobieren, wie das geht mit Amy. Okay, sie trinkt jetzt noch entspannt ihren Drink. No, Isalein. Marie müsste auch gleich aus der Schule kommen. Mhm. Habe ich dir nicht gesagt, dass du dich noch bewerben sollst? Ich dachte, ich hätte das gemacht. Stipendien. Für Stipendien bewerben. Oh.
Da könnten unsere Eltern aber auch echt stolz auf uns sein. Ich meine, wir waren ja sozusagen Vertriebene mit unserer kleinen Tochter und sind dann da rausgegangen. Und stattdessen, statt dass uns das irgendwie... Oh, das ist auch was für... Oliver, oh, Marie ist traurig. Marie ist mit einem Schulprojekt nach Hause gekommen. Wir sind Einserschülerin, das ist natürlich auch super. Universität, Stipendien, für Stipendien bewerben. Magst du mal zur Toilette gehen hier? Vielleicht können wir ja gleich James besuchen. Okay. Muss an der Universität eingeschrieben sein, um dieses Stipendium zu erhalten. Okay, ja klar. Sims, die Geschicklichkeit. Ja, geschickt sind wir ja auch. Das stimmt. Warst du im Schlafanzug in der Schule? Okay. Und dann, während Marie auf Toilette geht, können wir ja hier auch dann mal schauen, welche Studiengänge für uns überhaupt in Frage kämen. Machen wir erstmal Foxbury Institut und dann Brightchester. Ich habe mich noch nicht entschieden, welche Sims ich wohin schicke. Ich meine, das macht man wahrscheinlich am besten noch einfach dran fest, für welche Studiengänge wir uns dann entscheiden, aber... Das ist alles nicht so einfach. Ich bin mir bei allen Sachen nicht so sicher, aber ich freue mich da mega drauf. Okay, wir haben uns jetzt nur informiert. Hast du dich jetzt informiert oder nicht? Meine Güte, Kind, ich wollte richtig so die Studiengänge mal aufgelistet sehen. Machen wir jetzt halt Brightchester zuerst und Foxbury danach, um zu gucken, was für dich sinnvoll ist und was nicht. Ja, ich bin hier auch am Jaulen. Allerdings aus anderen Gründen. So. Man kann ein Auto studieren oder ein Mensch. Nee, ernsthaft, was können wir da studieren? Oder müssen wir uns erst bewerben? Und dann können wir das sehen. Also dann kann das so. Okay. Universität. Ach doch, hier haben wir es jetzt. Upsi. Biologie, Computerwissenschaft, Wirtschaft, Physik, Psychologie, Gaunerei, Spezialabschlüsse, Kunstgeschichte, Kommunikation, Kochkunst, Theaterwissenschaft. Das wäre natürlich auch interessant gewesen für Amy. Bildende Künste, Geschichte, Literatur und Sprache. Also Literatur und Sprache, denke ich, würde Marie studieren. Das heißt, Marie geht schon mal nach Brightchester. Für Amy wäre ja je nachdem Biologie, was man dann wahrscheinlich in Foxbury studieren sollte, interessant, weil sie ja vielleicht Tierärztin werden möchte. Das war ja im Moment noch so die Idee, dass wir das machen könnten mit Amy. Computerwissenschaften und Physik kann man auch in Foxbury, glaube ich, studieren mit Spezialabschlüssen. Das heißt, dort würden wir dann auch Oliver hinschicken. Und Margot wäre ja vielleicht bildende Künste. Das heißt, Margot und Marie gingen nach Brightchester und Amy und Oliver gingen nach Foxbury. Ist ja auch ganz interessant, so als Kombination von den Sims. Sonst kombinieren wir die Sims ja auch nicht unbedingt in diesen beiden Pärchen. Okay. Ihr musst dich auch nicht anmelden. Alles gut. Okay, dann, kann ich mich bei dir fertig machen? Ja, natürlich. Das wäre ja schlimm, wenn du von deiner eigenen Wohnung aus irgendwo hin. Ach Mist, jetzt haben wir uns schon beworben. Gut, dann müssen wir die Bewerbung eben einmal ablehnen. Sonst bewerben wir uns halt später nochmal. Möchtest du vielleicht mal reisen? Ich bin dafür, dass Marie jetzt mal ihren Freund besuchen geht. Geh mal reisen. Wir hatten heute einen schlechten Tag. Und dann gucken wir jetzt mal bei dem vorbei. So, ach guck mal, da ist er auch schon. Ja, super. Dem können wir jetzt mal unsere Unsicherheit mitteilen, weil es uns echt nicht gut geht. Und dann können wir hier mal klopfen. Geht er auch schon weg. Wir sind heute so unsicher. Hast du was gesagt? Ich kann dich nicht hören. Niemand hört uns zu. Ich kann dich nicht hören. Okay. Ach, dem Hund geht's nicht gut. Ich dachte gerade, irgendwie haben wir das dahin geweint. Oliver hat sich einen Urlaubstag verdient. Hast du eigentlich ein Spezialleckerli dabei, Marie? Oder haben wir die alle bei Margot gelassen? Das könnten wir natürlich hier... Ich glaube, wir haben keins... Lass mich hier mal gucken. Wir haben jede Menge Müll in unserem Inventar, aber das nicht. Okay. Kennen wir sie eigentlich? Megan?
kennen wir noch nicht. Eigentlich kennen wir sie, aber halt manchmal werden ja auch die Beziehungen gelöscht, so nach manchen Updates von den Sims. Von daher, vielleicht kennen wir sie inzwischen nicht mehr. Ihn kennen wir eigentlich auch, aber wir stellen uns auch gerne nochmal vor. Von mir aus. Und danach können wir hier James mal unsere Unsicherheit mitteilen. Um Bestätigung bitten, genau so. Und danach können wir hier den Hund mal füttern. Ist ja traurig. Und da kommt ein random Typ aus Inselleben rein. Und geht hier baden. Macht hier ein Schlammbad. Okay. Was gehen denn hier für komische Leute ein und aus? Die läuft jetzt hier in einem Handtuch rum. Oh, guck mal, Tyler ist nicht nur am Computer, sondern in seinem eigenen Zimmer. Ich finde das richtig toll, wenn Sims wissen, was sie machen sollen und wo sie hingehören. Okay. Und Ankuli möchte sich mit uns treffen, aber wir sind ja auch direkt neben ihr. Aber ich meine, uns geht es heute nicht so gut. Ich glaube, wir möchten heute lieber was mit jemandem machen, den wir schon richtig gut kennen. Unsicherheit mitteilen können wir mal. Dann können wir ja mit dem vielleicht irgendwie mal hier in sein Zimmer gehen oder so. Okay, nee, jetzt reden wir mit allen. Das ist schade. Wir könnten zwar hier mit James rumschmusen, aber eigentlich ist das nicht die Idee. Eigentlich möchte ich hier mit... Ich möchte nicht mit allen reden. Ich möchte mit James reden gerade mal, damit wir woanders zusammen plaudern können. Können wir mal ein Kompliment über sein Outfit machen zum Beispiel. Können wir ihn mal umarmen? Das ist ja auch irgendwie keine Gruppenaktion, sondern so eine Aktion mit ihm spezifisch. Ah, okay. Können wir jetzt hier hingehen und plaudern? Ups. Ich möchte gerne hier... Ach nein, jetzt sind wir wieder im Gespräch mit allen. Ach Mensch. Hier können wir ja was Romantisches mit ihm machen, bis die anderen das kapiert haben oder so. Können wir einen Kuss hauchen. Ich meine, zu viel will man jetzt vor seinen Eltern auch nicht machen. Ah, okay, jetzt geht er mal da weg. Ja, super. Jetzt hoffentlich geht er nicht zu seinem Bruder reden. Wir wollten ihn eigentlich so ein bisschen isolieren. Isolieren von den anderen Menschen, damit wir ihn ganz für uns alleine haben. Okay. Okay, dem Hund geht's echt nicht gut. Tyler, bring mal den Hund zum Tierarzt. Das ist ja schlimm. Und Marie steht so voll traurig da hinten und er ist so mit dem Hund und Marie ist so, James, Aufmerksamkeit! Ach ja. Ich meine, ist vielleicht gerade gar nicht so schlecht, wenn sie ihm einfach sagen würde, James, ich brauche gerade Aufmerksamkeit. Kann man eine Massage anbieten? Was war das für ein Geräusch? Ist gerade der Hund gestorben? Nee. Der ist nur umgefallen, weil er schläft. Nächstes Mal bringen wir hier unsere Tierarztleckerlis mit. Ich wollte eigentlich gern mit dem mal hier in sein Zimmer gehen. Das gibt's ja nicht, dass der das nicht kapiert. Ich meine, wie oft sollen wir dem hier noch zuzwinkern? Also ernsthaft. Das ist super, super langsam von Begriff. Fragen, ob Single ist. Wahrscheinlich so, sag mal, sind wir in einer Beziehung? Ich möchte hier Aufmerksamkeit von dir. Okay. Können echt nicht mit dem hier plaudern, die Aktion machen. Hier sitzen und plaudern gibt es gerade nicht. Ne? Es gibt hier nur mit James rumschmusen. Zumindest geht es uns jetzt wieder besser, jetzt wo wir hier mit ihm geredet haben. Das ist ja auch nett. Jetzt läuft er aber wieder davon. Wisst ihr was? Vielleicht möchte James, dass wir seine Familie besser kennenlernen. Dass wir deshalb hier so rumhocken und er einfach nicht mit uns irgendwo in sein Zimmer gehen möchte oder so. Weil er sagt so, nein, meine Familie ist mir voll wichtig. Wir machen nie was mit denen zusammen. Ich möchte gerne, dass du die besser kennenlernst oder so. Also können wir uns eigentlich mal dazusetzen und das dann machen. Kann ich ja auch verstehen, dass ihm das wichtig ist. Also,
So ist es ja nicht. Ich meine, jetzt, wo es Marie wieder besser geht, ist das ja auch okay, nur halt eben, wo sie so unsicher und traurig war. Das ist halt natürlich blöd. Okay. Tag verschönern. Über Interessen reden, genau. Ja, vielleicht ist das für ihn sowas. Irgendwie so, ich möchte euch meine Freundin besser vorstellen. Also ich meine, vorgestellt in dem Sinn hat er Marie ja schon. Also halt Marie kannte die eigentlich. Nur halt nach irgendeinem Patch oder nach irgendeinem Update oder was auch immer war die Beziehung zu den beiden wieder resettet. Also sieht man das jetzt nicht mehr, aber. Guck mal, wie glücklich James ist, dass wir hier alle dabei sind. Urbane Legende erzählen können wir auch mal machen. Ach ja, das ist doch nett. Ich wollte eigentlich James und auch Christian mitnehmen zum Studieren. Also würde James dann mit Marie und Margot studieren gehen und Christian mit Amy und Oliver. Und sowohl Oliver als auch Margot wären dann eher so die Wildläufer, die einfach mal schauen, was sie machen. Und Amy und Christian wären ein Pärchen und halt Marie und James wären ein Pärchen in der nächsten Staffel halt. Ja. Ja. Können mal nach Lieblingsautor fragen. Ich meine, vielleicht erzählen wir auch so von uns, dass wir gerne schreiben und so. Margot hat großartige Arbeit geleistet, hat sie gut gemacht, die Margot. Können wir hier trotzdem noch mit James rumschmusen? Weil ich meine, wir brauchen Spaß. Eigentlich ist Marie niemand, der irgendwie das so vorher nicht geflirtet, beide sind noch nicht kokett, irgendwie so vorher gemacht hat oder so, aber ich meine, warum nicht? Und sie hat das total kapiert, was jetzt los ist, weil sie so, tschüss. Oh Mann. Ja, der Hund bittet dich, mit ihm zum Tierarzt zu gehen. Tyler, mach das doch bitte. Wir können nicht mit dem Hund zum Tierarzt gehen. Das ist nämlich nicht unser Hund. Von daher, das ist doof. Aber halt sonst. Wobei Marie ist halt im Moment auch so selbstsicher, ne? Vielleicht hat sie das deshalb auch gerade so gemacht. Sonst ist Maria auch immer so ein bisschen schüchterner und so. Aber das ist doch nett. Da haben wir hier mehr Zeit mit der Familie verbracht. Oh Gott. Hier ist alles dreckig. Der Hund braucht Hilfe. Die Küche braucht Hilfe. Eieiei. Okay. Müssen noch gucken, was dann Christian und James studieren. Naja, das müssen wir ja nicht heute entscheiden. Da haben wir ja noch Zeit, uns zu überlegen, was wir tun. Nö. So. Marie kann eigentlich ja hier auch die Nacht verbringen, außer sie hat zu viel Hunger und kann dann nicht. Aber an für sich könnte sie hier sein. Weil manchmal wird man rausgeschmissen, wenn man sich was zu essen macht. Aber es macht auch niemand für einen Essen. Es ist so. Ja, aber ja, dann wäre das so der Stand der Dinge. Gut, dann beende ich die Folge hier. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao!